Eine der interessantesten Geschichten, was die Amis hinterlassen haben hier in Deutschland, war ein Programm, das hieß sich GYA. G-Y-A. Und das war die Abkürzung für German Youth Activities. Und das war eigentlich entstanden aus Kriegssurplus, das heißt Militärgut, die total übrig war nach dem Krieg. Man muss sich vorstellen, es gab eine Abteilung, die hieß Special Services, die waren für die Unterhaltung der GIs zuständig. Und die haben verschiedene Kits gehabt, das waren Holzkisten mit Griffe. Es gab Kinokits, es gab Baseball, Football, Theater, Zeitungsherstellung. Alles Erdenkliche, was man sich vorstellen könnte für seine Freizeitunterhaltung.